Also, was soll ich überhaupt machen? Ich brauche Munition. Kann mich jemand treffen? Ziel anvisiert. Hab ich getroffen? Hab ich, oder? Ziel anvisiert. So, geschafft. Und weiter geht's. Cool, diese defekten Roboter. Ich brauche mehr Munition. Antwort. Vorlage. Antwort. Oh. Vorlage. Antwort. Vorlage. Antwort. Oh, die Armen. Ist ja assi. Kann ich nicht einen von denen retten? Antwort. Den will ich jetzt retten. Antwort. Ich mache jetzt alles voll mit Robotern. Vorlage. Antwort. Vorlage. Antwort. Vorlage. Antwort. Vorlage. Antwort. Ja, okay. Vorlage. Antwort. Alles klar. Vorlage. Antwort. Vorlage. Antwort. Ich glaube, wir sollten mal langsam weitergehen hier. Diese Rumspielerei hilft da keinem. Ich dachte, ich krieg vielleicht ein F. Wow! Was war das denn? Was ist denn da explodiert? Das ist cool, was sie so alles antworten. Antwort. Oh, klasse, du hast es geschafft. Mir nach, das wird dir gefallen. Sind fast da. Tada! Das Kontrollzentrum der Geschütztürme. Vielen Dank. Siehst du den Scanner da? Er entscheidet, welche Türme aussortiert werden. Und dabei nimmt er den Prototyp als Vorlage. Wenn wir diese Vorlage wegnehmen, wird die gesamte Produktion lahmgelegt. Na schön. Ich muss die Tür hacken, damit wir da ran können. Ganz schön technisch. Du musst dich umdrehen. Fertig. Gehackt. Ja, gut so. Hol den Turm raus. Achso, ich hab ja Portale, ich Idiot. Okay, das sollte genügen. Keine Vorlage, Vorgang erfolgt aus Speicher. Oder auch nicht. Gut, dann wollen wir mal sehen, wie wir das Fließband anhalten. Fällt dir etwas ein? Ja, ich habe eine Idee. Ich habe eine geniale Idee. Ich habe eben einen von diesen Viechern gerettet. Mit denen kann ich ja einfach ersetzen. So, der ist ein bisschen am Arsch. Der dürfte eigentlich nur Scheißantworten geben. Das ist auch mal eine geile Idee für ein Spiel. Was machst du? Oh, perfekt, das ist perfekt. Neue Vorlage akzeptiert. Wenn wir Glück haben, merkt sie gar nicht, dass alle ihre Türme nichts taugen. Genial. Okay, du achtest auf das Fließband und ich mach uns die Tür auf. So, auf geht's. Jetzt werden alle Türme durch kaputte ersetzt. Hast du nicht bemerkt, dass sich die Tür geöffnet hat? Es muss doch ein Summen oder ein Warnton oder ein Hackeralarm gegeben haben. Klar, das Wichtigste ist, die Tür ist offen. Aber beim nächsten Mal sag doch irgendwas. Huste wenigstens. Schön. Ah, ja. Also ihre Geschütztürme kann sie vergessen. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Nervengiftanlage. Vater-Tochter-Tag in der Fabrik. Das konnte ja nicht gut gehen. Und 40 Kartoffelbatterien. Das ist echt peinlich. Klar, es sind noch Kinder, aber wirklich genial war das nicht. Wissenschaft kann man das jedenfalls nicht nennen. Boah, wie asozial. Ich krieg noch nicht mal eine Kartoffelbatterie hin. Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Ganz bestimmt. Aber dafür kann ich richtig geile Minecraft-Redstone-Sachen bauen.
Ach so, ja, krass, wenn ihr mal Bock habt, zieht euch mal meinen. Dir, wir sind hundertprozentig richtig. Oder nicht? Also, wenn ihr Bock habt, zieht euch. Oh, halt die Fresse, ich will reden. Es ist auch egal, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ist auch immer so, wenn man was sagen will, dann quatscht einem jemand dazwischen. Und wenn es auch nur so ein schwachsinniger Roboter ist. So. Ha! Ich wusste, wir sind hier richtig. Das ist der Nervengiftgenerator. Er ist größer als ich dachte. Den können wir nicht einfach so umkippen. Jetzt ist Einfallsreichtum gefragt. Da oben ist so eine Art Kontrolle. Ach, das da. Oh ja, der ist groß. Ja, der ist sehr groß. Aber den werden wir ja wohl zerstören können. Das ist unser Werk. Ich sollte nicht lachen, immerhin spüren sie Schmerzen. Ist zwar alles nur simuliert, aber für sie bestimmt real genug. Oh nein, wie traurig. Komm, die hat zerschreddert werden. Ich fürchte, die Tür ist verschlossen. Nein, nicht! Wer weiß, was die Taste. Oh, die Tür ist auf. Gut gemacht. Gute Neuigkeiten. Ich kann das Nervengiftsystem außer Kraft setzen. Es ist allerdings passwortgeschützt. Der Alarm. Locker bleiben. Kein Problem. Ruh dich doch aus, während ich daran arbeite. Ich kann auch bestimmt irgendeinen Laser benutzen, um hier. Phase. Sehr heikel. Also, ist hier nicht ein Laser doch? Lass die Spiele beginnen. Perfekt. Was haben wir denn da? Blauer Laser. Ah. Klar, das war ja zu erwarten. Also blauer Laser hier drauf, roter Laser auf die. Identifiziert. Hier ist. Riechst du Nervengift? Warte, die Nervengiftwerte gehen zurück. Warte, irgendwas stimmt nicht. Nervengift ist wieder rauf auf 50%. Nein, runter. Entschuldige, mein Fehler. Runter auf 50%. Los ist gut. Weiter so. Es hat geklappt. Nervengift bei 0%. Ich bin ein Genie. Warnung, der Nervengiftdruck bewegt sich in einem gefährlich untödlichen Bereich. In einem gefährlich untödlichen Bereich? Ah, krass, wir haben keinen Überdruck, sondern einen Unterdruck, weil. Ah, wie cool. Komm ja schon. Oh. Und das letzte Konfetti wird auch mitgesogen. Das wollte sie doch für meine Überraschung aufheben. So eine dumme Lügnerin. So müssten wir direkt zu ihr gelangen, dass ich das noch erleben darf. Ja. Ich wusste, das macht Spaß. Die haben mir gesagt, das wäre total langweilig. Und ich habe das auch noch geglaubt. Ach, ich liebe es. Das ist spitze. Ist von vorne bis hinten verarscht worden. Das ist riesig hier. Wir sehen nur die oberste Ebene. Das geht noch meilenweit runter. Vor Jahren alles verriegelt. Wir müssten bald da sein. Oh, ich bin so gespannt auf Ihren Gesichtsausdruck. Kein Nervengift, keine Türme. Das wird Sie umhauen. Warte, warte. Womöglich ist aber echt riesig hier. Teil nicht bis zum Ende durch. Tschüss. Diese ganzen Testkammern. Ja, krass. Ist das schon der Endgegnerfight? Nee, das war doch noch viel länger, das Spiel. Das ist doch viel länger als Teil 1, oder nicht? Ich glaube schon. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Die geht nicht auf. Oh. Das ist die Frage, wo ich hin muss. Wahrscheinlich hier rein. Ich dachte wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Tatsächlich wartet nach diesem Kinderspiel eine noch viel größere Herausforderung auf dich. What the fuck? Die Wände kommen immer näher. Hätte ich gewusst, wie ich man dich ködern kann, hätte ich ein Stück Speck an einem Seil von der Decke hängen lassen. Ah! Ah! Na egal.
Das war wirklich reizend. Scheiße. Aber jetzt kommen wir zur Sache. Diesmal hast du hoffentlich mehr zu bieten als eine Portalkanone. Andernfalls bist du die längste Zeit der Präsident des Clubs der Lebendigen gewesen. Haha. Ha. Ernst, mach's gut. Haha. Das ist meine Chance. Das ist nicht gut. Oh, du warst beschäftigt. Tja, wir könnten natürlich hier rumsitzen und einander anstarren, bis jemand tot umfällt. Aber ich habe eine bessere Idee. Dein alter Bekannter, tödliches Nervengift. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt für eine Weile die Luft anhalten. Hallo? Ich hasse dich so sehr. Warnung, zentraler Kern zu 80% beschädigt. Seltsam, ich fühle mich gar nicht defekt. Ich fühle mich sogar ziemlich gut. Alternative Kern entdeckt. Oh, die sprechen über mich! Schließen Sie den Ersatzkern an, um den Kerntransfer einzuleiten. Kerntransfer? Du machst wohl Witze. Wo denn? Einfach, was da steht. Schließ mich an. Schließ diesen kleinen Blödmann bloß ach, da, nicht an. Ersatzkern akzeptiert. Ersatzkern, bereit für den Transfervorgang? Jawoll! Beschädigter Kern, bereit für den Transfervorgang? Nein! Oh ja! Nein, 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 nein! PAD entdeckt. Transfervorgang kann nicht fortgesetzt werden. Ja! Außer ein PAD-Mitarbeiter ist vor Ort, um die PAD-Auflösungstaste zu drücken. Nicht so schnell. Denk darüber nach. Nur autorisierte Personen dürfen diesen Knopf drücken. Du bist ja, nicht berechtigt doch dazu. Hör nicht auf sie. Ja, stimmt, du hast keine Berechtigung dazu. Aber du hast etwas viel Wichtigeres. Täuscht Autorisierung vor. Das kommt auf die Liste deiner Zuwiderhandlungen, die ich erstellt habe. Besser gesagt, die ich noch erst... Hat gelöst. Kerntransferstation. Warte, und wenn das wehtut? Wenn das richtig wehtut? Oh, daran habe ich nicht gedacht. Oh, glaube wird mir, schon nicht. Das wird es. Sagst du nein, das jetzt nur so, oder nicht tut das wirklich weh? Das sagst du nur so, oder? Du willst nur, ich meine, das tut wirklich weh, oder? Wie schmerzhaft genau wird... Ah! Hände weg von mir! Nein! Stopp! Nein! Aha. Nein! Nein! Den rufe ich jetzt. Fahrstuhl, komm! Wie klein du noch aussiehst da unten. Ich kann dich kaum erkennen. So unwichtig und bedeutungslos. Ich habe immer gedacht, wie cool es wäre, wenn ich das alles kontrollieren könnte. Und man, ist das cool. Hast du das gesehen? Ich bin ein verdammtes Genie. You are using this translation software incorrectly. Please consult the user manual. Was habe ich da gerade gesagt? Egal, ich kann es abrufen. Oh, tut mir leid, der Fahrstuhl. Ich bin so vergesslich. Dieser Körper ist einfach nur eine Wucht. Unfassbar, wie klein du bist. Aber ich bin riesig. Oh nein, er wird jetzt wahnsinnig. Ja, das stimmt. Sag mal, warum müssen wir ausgerechnet jetzt von hier abhauen? Weißt du eigentlich, wie gut sich das anfühlt? Ich war Scheiße. Das. Der winzig kleine Wheatley hat das gemacht. Es war alles ihre Schuld. Du hast nichts getan. Ach echt, das glaubt ihr zwei also? Dann muss ich wohl was unternehmen. Was tust du da? Nein, nein, nein! Freu dich mal nicht zu früh, junge Dame. Weißt du, was du bist? Egoistisch. Was ich alles geopfert habe, um uns hierher zu bringen. Und was hast du gemacht? Nichts. Nada. Was? Du kommandierst mich nur rum. Und jetzt? Wer ist jetzt hier der Boss? Wer ist der Boss, hä? Das bin ich. Boah, bist du assi geworden. Siehst du? Das ist eine Kartoffelbatterie. Ein Kinderspielzeug. Jetzt lebt sie darin. Entschuldige, was?